Schön, dass du mich wieder begleitest. Mich begleitest zu dem Großsteingrab auf dem Radberg mit der Sprockhoff-Nummer 873. Zu diesem Dolm musste ich ganz schön wetzen. Aber für dieses Erlebnis, das ich nur zu gerne mit euch teile, nehme ich diese Strapazen gerne in Kauf. Das Großsteingrab auf dem Radberg soll auf einer Lichtung an der Tuhiner Straße im Emsland liegen. Nachdem ich dreimal an der angegebenen Adresse vorbeifuhr, hielt ich in einer kleinen Bucht an der K322 Richtung Langen an und machte mich auf den Fußmarsch. Der Fußweg war zwar ausgeschildert, aber Baumfällarbeiten versperrten mir den Weg. Nun ja, ich gebe ja nicht so schnell auf, wie ihr mich kennt. Also machte ich mich auf, durch den Wald, den Feldwegen und auch durch den angelegten Feldern. Der Radberg ist tatsächlich 57 Meter hoch. Er ist eine ost-west-orientierte Anlage mit einer Breite von 1,20 Meter bis 1 Meter. Er ist 17 Meter lang und sehr gut erhalten. 10 Decksteine sind vorhanden. Selbst der Zugang zu der Kammer ist sichtbar. Alleine deswegen schon hat sich der Weg gelohnt. Viele Steine sind leider in der Gegend verstreut worden. Auf dem Radberg wird als Ganggrab, auch Großsteingrab, von Langen genannt, was man, wie ich schon erwähnte, erst nach über 2 Kilometer langen Fußmarsch erreichte. In diesem Wald von Pentrup liegt dieser schöne Dolm in einer ovalen Einfassung von ca. 30 Meter Länge und 14 Meter Breite. 20 Steine sind noch erhalten, 25 der Tragsteine und liegen noch situ an ihrem ursprünglichen Ort. Die Kammer hatte 12 bis 13 Decksteine. Von den verbliebenen Steinen ist einer zerbrochen. Die Umwallung zeigt eine nach Süden ausgerichtete Ausbuchtung. Der Zugang der Kammer liegt in der Mitte der Südseite. Selbst noch Hügelreste sind im Gelände, wie du hier fein siehst, zu erkennen. Die Steine des Dolmens sollen aus Kieselsteinen bestehen. Im Archiv des Heimatverein Langen e.V. befinden sich Unterlagen zu diesem schönen Großsteingrab von 1935. Daraus geht hervor, dass das Grab schon 1839 des Amtes Frerens katalogisiert wurde. Offenbar handelt es sich beim Standort des Radbergs um ein königliches Forstrevier von Tuhine. Ein Obervogt namens Müller fertigte dabei diese Zeichnungen an. Aus diesen alten Schriftstücken geht auch hervor, dass sich in den Bauernschaften Langen und Gesten mehrere Gräber befunden haben sollen. Leider sind diese Stellen aber nicht mehr nachweisbar. Auch wurden Urnen dort gefunden. Zu diesem Zeitpunkt, als dieses Dokument verfasst wurde, ist der Ersteller davon ausgegangen, dass der Fichtenwald 15 Jahre zuvor aufgeforstet wurde. Zuvor sollte dort ein Tannenrevier abgebrannt sein. Und wieder stellt sich mir die Frage, warum wurde ausgerechnet an solchen Orten aufgeforstet? Die Hügelreste, die zu erkennen sind, wurden umfasst mit Steinen. Die Umfassung besteht auch jetzt noch aus ca. 20 Steinen.
mit einem Durchmesser von 30 x 14 cm. Von den Schwingungen her ist das ein Dolmen, der mich sehr stark berührt hat. Auf den Reisen zurück zu meinen Ahnen konnte ich mich tief in ihn versenken und mich mit ihm verbinden. Und genau das wünsche ich auch dir bei deinen Dolmenbesuchen. Und ich hoffe, dir eine gute Wegbeschreibung gegeben zu haben. Also wenn du dir diesen Fußmarsch antun möchtest, bist du bei diesem Dolmen richtig. Genieße die herrliche Natur und hab einen tollen Tag auf dem Radberg. Ich hoffe, dir hat dieser Ausflug mit mir gefallen und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Ich nehme dich gerne mit. Noch mehr Spaß hast du, wenn du dich selber auf den Weg zu einem Dolmen machst. Alle notwendigen Daten und Koordinaten dazu findest du in meiner Infobox unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal, deine Ani.